Also wir hatten das Thema Förderung und Wettbewerbe und wir haben gesehen, dass es ein sehr, sehr schwieriges, komplexes Thema ist, sind aber darauf gekommen, im Endeffekt, die Voraussetzungen, um an Geld zu kommen, sind erstmal Freiräume, um, wenn es Freiräume gibt, in denen man sich entfalten kann, dann kommen die guten Ideen. Und wenn die guten Ideen kommen, dann kommt ganz viel Eigenmotivation und ganz viel Kreativität. Und dann am Ende ist auch das Geld eine zweitrangige Frage, weil es ganz viele kreative Wege gibt, um an Geld zu kommen. Wir machen einen Markt der Möglichkeiten. Der findet mindestens einmal im Semester statt oder einmal im Jahr in großen Unis, vielleicht sogar in Fakultäten. Es gibt in den Erstsemestermappen Broschüren zu dem, was an der Hochschule an Initiativen da ist. Es gibt Videos dazu, es wird online begleitet. Und die zivilgesellschaftlichen Organisationen kommen an die Hochschule, um Akteure kennenzulernen oder Projekte zu pitchen und so weiter. Die Projekte, die da sind, bekommen mehr Sichtbarkeit. Die Hochschule unterstützt, indem sie Co-Creation Working Spaces bereitstellt und die Studierenden können Supportberatung an der Hochschule bekommen. Aber was wir übersehen, studentische Projekte können studentische Projekte unterstützen. Das heißt, es gibt auch Initiativen, die andere unterstützen, denen helfen, Tagen zu organisieren. Und Profs, die solch komplexe Sachen als Service Learning umsetzen, bekommen besondere Awards und Rewards. Also vielleicht mehr oder Deputatsreduktion. Also, danke. Eigentlich ein wichtiges Element herausgearbeitet, und zwar, dass es darauf ankommt, also dass wir ein verbindendes Element zwischen den Initiativen haben, womit man den ersten Aufwand zu vernetzen ein bisschen reduzieren kann, indem es einen gibt, der sagt, okay, wir vernetzen uns jetzt, und genau, also das war eigentlich dieses verbindende Element, was irgendwie einmal die Aktivierungsenergie sozusagen erfüllen muss. Das war eigentlich alles, was bei uns rausgekommen ist. Veränderung, unser Thema, also Integration, regulare Integration, sorry, ja, ist, denke ich, dasselbe. Für uns ging es wieder um Pro-Contra und wir haben ein ganz schönes Ergebnis, und zwar den goldenen Weg an der Leuphana sozusagen. Da wird ja alles gefördert, und zwar curriculares Engagement und nicht curricular integriertes Engagement. Und was dann sozusagen neu ist, was wir jetzt vorschlagen, ist ein Leitfaden bzw. ein Fragenbogen, den man, wenn man sich das jetzt auf die Fahnen schreibt, auch den goldenen Weg zu gehen als Hochschule, mal durchgehen kann. Zum Beispiel: Wie hoch ist denn jetzt das Schadenspotenzial von ECTS-Punkten? Möchte ich für eine konkrete Veranstaltung wirklich ECTS einführen, oder gibt es vielleicht noch andere Rewards? Also irgendeine andere Sache, die da zurückkommt, kann man da vielleicht mal über die Hochschulen hinweg denken. Und weitere Fragen, die demnächst veröffentlicht werden. Oder auch nicht. Curriculare Integration und haben uns vor allen Dingen mit den Freiräumen beschäftigt. Denn curriculare Integration braucht Freiräume und schafft aber auch Freiräume, sowohl für Lehrende als auch für Studierende mit ihren Initiativen und Projekten. Sie brauchen aber auch eine Strukturierung, Fortbildung und Unterstützung, die Akteure in diesen Projekten. Es gibt bereits vielfältige Beispiele an unterschiedlichen Hochschulen zum Nachahmen zu empfehlen. Viele sind hier im Raum oder draußen. Schön, dass wir uns hier treffen. Solche curriculare Integration muss aber hochschulspezifisch angepasst werden. Also es gibt Beispiele, man kann gucken, wie machen sie anderen. Man muss es aber anpassen, je nachdem, wie die Fächerausrichtung ist und das Format der Hochschule und das Konzept. Die Idee war, lass uns die Lernwege doch mal umkehren. Wir gehen von dem Problem aus, über die Theorie- und Praxiselemente, hin zu Projekten und zu Lehrern. Und das Letzte, es gibt bereits vielfältige Formen der Anerkennung neben der Kreditierung, zum Beispiel durch Zertifikate, Portfolios und andere Dinge, und der Kreativität sind da keine Grenzen gesetzt. Vielen Dank. Und wir haben zwei Messages. Eine richtet sich an die Hochschulleitung, an die Universitäten und Hochschulen. Und das kann man überschreiben mit dem Titel Räume schaffen, physisch, also ein Ort, an dem sich Initiativen, Studierende treffen können, personell, Personen, die eben diese Vernetzungen, dieses Capacity Building, Kontakte herstellen müssen, weitertragen,
bereitstellen, zeitlich, also zeitliche Räume im Studium einräumen, den Sie mit Bachelor und Master weniger enttacken, finanziell, also Gelder bereitstellen, das niederschwellig bereitstellen, Wissen bereitstellen, wo man denn Gelder beantragen kann. Die zweite Message ist, lautet, einfach machen. Klingt einfach, ist einfach. Die Idee war so ein bisschen, oder was wir auch bei dem Problem hatten, dass auch häufig gesagt wird, bei Studierenden fehlt heutzutage teilweise der Mut, auch Dinge selbstbewusst einzufordern. Deshalb das Plädoyer an die Studierenden, traut euch was, macht euch einen Plan und dann geht selbstbewusst auf die Hochschulleitung, auf die Professorin zu und fordert die Dinge ein, die ihr wollt. Also wir haben uns die Frage gestellt nach der Organisation und der Öffentlichkeitsarbeit und ganz konkret hat sich für uns die Frage herauskristallisiert, wie können wir unsere freiwillige Arbeit verantwortlich kommunizieren und organisieren. Und ein Beispiel, das so ein bisschen, oder ein Zettel, der so ein bisschen prägnant für das Ganze hervorgestochen ist, ist der routinierte Reflexionsraum. Das heißt, also routiniert immer wieder zusammenkommen, reflektieren, was man in der Initiative macht, welche Vision man auch nachgeht und einen Raum schafft, in dem Workshops stattfinden, externe Beratung von Netzwerkaktivitäten etc. Und dass man das dafür reflektiert und sich dann darüber wieder gut und neu organisiert. Was uns mit der Frage beschäftigt, sind Wettbewerbe die ideale Förderung für studentische Initiativen? Und die Kernerkenntnis ist jein. Ja, weil das den studentischen Initiativen auch hilft, sich zu fokussieren, sich auf ein Ziel zu konzentrieren, verschiedene Meilensteine zu erarbeiten, die man sonst vielleicht außerhalb einem Antrag auf einen Wettbewerb nicht sich darüber Gedanken machen würde. Wir haben uns aber gedacht, es sollte auch nicht so sein, dass der sehr gut ist im Anträge schreiben, da immer gewinnt, weil der da immer gewinnt, weil er die Referenz hat, auch weiterhin gewinnt, sondern idealerweise sollten den Studenten die Möglichkeit gegeben werden, den studentischen Initiativen Unterstützung zu bekommen, um Anträge zu schreiben, was idealerweise von der Universität dargebracht wird. Das heißt, unser idealer Wettbewerb ist nicht nur Geld, sondern auch Coaching, weil in den unterschiedlichsten Phasen man auch einfach nur inhaltliche Unterstützung braucht und vor allem aber Netzwerk, nämlich Kontakte. Und deswegen ein klares Jein. Ja. Es war sehr angeregt, die Unterhaltung. Uns ist tierisch warm geworden hier hinten. Wir haben mal wieder versucht, die Fenster aufzumachen. Also es war sehr viel Energie im Raum. Ich bedanke mich auch nochmal bei den Gastgeberinnen an den Thementischen.